Bei einem mutmaßlich israelischen Luftangriff auf ein Wohnhaus in einem Vorort der syrischen Hauptstadt Damaskus sollen 7 Zivilisten getötet und 11 weitere verletzt worden sein. Syrische Staatsmedien berichteten, dass sich darunter auch Frauen und Kinder befinden sollen. Sie beriefen sich dabei auf militärische Quellen. Demnach wurde der Luftangriff mit 3 Raketen durchgeführt, die aus Richtung der Golanhöhen kamen. Die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in Großbritannien berichtete, Ziel des Angriffs sei ein Gebäude gewesen, das häufig von Anführern der iranischen Revolutionswächter und Hisbollah aufgesucht worden sei. Von der israelischen Armee gab es zunächst keine Stellungnahme. Unterdessen setzte Israel seine Angriffe im Süden des Libanons auch am Mittwoch fort. Es waren mehrere Explosionen zu hören. Im Grenzgebiet zu Israel waren große Rauchwolken zu sehen. Am Mittwochmorgen ertönten im Norden Israels Sirenen, nachdem das israelische Militär die Bombardierung der südlichen Vororte von Beirut wieder aufgenommen hatte. This is a message to the people of Lebanon. Der israelische Regierungschef Benjamin Netanyahu warnte die Menschen im Libanon vor einer Zerstörung wie im Gazastreifen. In einer Videoansprache sagte Netanyahu, befreien Sie Ihr Land von der Hisbollah, damit dieser Krieg enden kann. Der Libanon stehe an einem bedeutenden Scheideweg. Netanyahus Worten zufolge haben die israelischen Streitkräfte schon tausende Terroristen ausgeschaltet, darunter Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah sowie Nasrallahs Nachfolger und den Nachfolger seines Nachfolgers.